Hier rechts in einem Haus von dir, glaube ich, wenn ich das richtig höre. Geh mal hier auf die letzte Seite und guck dir mal den zweitletzten Krug an, der noch gesperrt ist. Richtig geil. Auf den Krug. Ja, bei den Krugen, ganz rechts, die letzte Seite. Alter, die Knochensachen sind ja richtig geil. Ja, Mann. Aber alles. Auf jeden Fall. Und dann heftig. Guck mal hier rechts. Boah, der Eimer. Welcher Eimer? Was ist das denn? Auf der ersten Seite. Der Knocheneimer? Ja. Alter, sieht alles geil aus. Ja. Auch die Ziehharmonika, Alter. Wir werden die Knochenjäger. Bones. Das ist unser nächstes Ziel. Dass wir alle Musikinstrumente als Knochen malmern haben. Guck mal hier rechts. Da, hinter dir. Die Spieluhr. Voll geil. Ach, die spielt die Musik. Geil. Ja, die habe ich die ganze Zeit angemacht. Aber diese eine Melodie war voll geil. Diese mystische. Die hier. Wieso kann man die nicht spielen? So eine mystische Melodie. Spiel mit. Toll. So, wir warten jetzt hier so lange am Außenposten, bis ein Spieler kommt, den wir dann ausbauen. Okay, also. Dann würde ich sagen, wir das machen. Ach, schön. La, la, la. Ah. Da. Ist richtig Gänsehaut, so finde ich. Wenn der diese Zwischentöne spielt. Komm, wir setzen uns hier ans Lagerfeuer. Ich wollte mich gerade hier aufs Dach bringen. Komm her. Warte. Ha, ich bin auf dem Dach. Ach, so ist das also. Hier ist gar nichts drin in dem Haus. Da ist nur eine Gefängniszelle. Hey, wieso ist da eine Gefängniszelle drin? What the fuck? Hä? Hey, das sieht voll geil aus. Ist irgendwas Goldenes drin. Alter, das ist so geil an dem Feuer. Wie es knistert. Die, oh, ah, die haben echt auf alles geachtet. Stimmt, du kannst dich ja hinsetzen. Wie war das noch? Nicht? Mir ist kalt. Füße ein bisschen auf. Romantisch, jetzt, oder? Jetzt voll geil. Mit dem Wetter, das ist jetzt voll geil. Voll geil. Ah, die achten schon auf viele kleine Sachen. Sind so halt immer wichtig. Details. Schon geil. Schade, dass man nicht sitzen kann und dabei spielen kann. Das würde ich noch feiern. Weil jetzt hier sitzen. Alter, der Kraken. Nee, aber da hinten fährt ein Dreimaster. Alter Spieler. Jetzt sitzend und noch ein bisschen Gitarre spielen, das wäre geil. Das hier ist halt auch geil, ne? Die Trommel dafür. Weil die Trommel voll entspannt ist. Ja. Komm, wir spielen mal zusammen Trommel. Das würde mich auch interessieren, wie das klingt. Was ich auch richtig geil finde, ist bei Far Cry New Dawn. Sitzt da halt auch eine, die die ganze Zeit singt. Das ist halt auch voll geil, dass sie das reingebracht haben. Lass uns was Ruhiges nehmen. Ne, das ist auch
Nee. Warte mal. Warte, ich guck mal. Hier das, genau. Das ist es. Lol. Ich bin halt zu zweit. Voll der Bass, Junge. Komm, wir sind. Ah, in der Sonne, wie geil. Es regnet, Sonnenschein. Oh. Was ist denn da hinten im Wasser? Release the Quaken. Schön. Eine Insel. Lang kein Kraken mehr gesehen. Alter, da hinten, das sieht voll geil aus, wo das so hell ist, wenn du da reinguckst dann. Und da hinten kommt ein Piratenschiff, das fährt bestimmt zum Außenposten hier hin. Richtig geschwungen. Scheiße. Oh. Nein. Ah. Naja. Ich glaube, der Sturm zieht hier rüber. Übergehen. Jetzt machen wir das eine Zeit lang und dann geht's richtig ab. Richtig gut, wenn man dann anfängt hochzugehen. Und dann musst du gleich das Ding ins Bay, ne? Oh, das ist so schön. Oh, warte, fuck. Und jetzt wähl du das andere Instrument. Weißt du, welches ich meine? Ja. Ja. Genau. Richtig gut. Richtig gut. Wir machen hier Musikgeschichte, Mann. Halt, sind wir live in Bars. Oh. Guck mal hinter dir. Mit dem Schiff am Horizont. Geil. 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 Weißt du, das Spiel macht einfach sowas. In welchem Spiel kannst du sowas machen? Ja. Ich finde halt nur diesen unbedingten PvP-Faktor echt schwierig dann. Dann kannst du halt nicht so entspannen dann immer. Du bist halt voll im Stress. Ja, aber trotzdem, ich finde es krass, was. Welches Spiel kann sowas? Es gibt wenige Spiele, in denen ich einfach mal wirklich nichts mache und einfach mal wirklich nur Musik. Krass. Und so eine schöne Atmosphäre. Ja. Und Musikdesign, Grafikdesign, alles drum und dran ist so, alles so gut umgesetzt. Einfach geil. Das Blitz eingeschlagen. Hat sich gelohnt, dass es bei meiner Xbox dabei war. Das Schiff geht nicht unter. Aber ich würde sagen. Warte mal. Wenn ich das so stellenweise spiele, ist das auch voll geil. Das ein krönender Abschluss für die Episode von Sea of Thieves war, oder? Ja, ich will nur gucken, was das Schiff da macht. Alter! What the fuck? Ah, Gott. Schade, dass er nicht so langsam aufhört. Dann kann man nämlich nur so stellenweise das Instrument spielen. Okay, der Schiff fährt weg.
So, in die Luft schießen. Hörst du das? Ja. Keine Patronen mehr. Hey, wieso fährt das Schiff die ganze Zeit im Kreis? Gehen wir in die Bar. Dann ist noch ein Schiff. Oh ja, hier am Feuer. Den Knist im Hintergrund. Ich sehe halt nichts. Oh. Machen wir das anders. Oh. Die nichts wie eine Decke. Schwierig. Hm. Und wegen den Wänden. Das ist geil. Sitzt halt richtig am Tisch. Also die eine Totenkopfinsel, da würde ich jetzt noch machen. Nein. Würde ich nicht. Bitte dich. Oh. Ich will eigentlich nur mal aufs Dach Aussicht und gucken, wo das Schiff ist. Hm. Ah, nee. Hier geht's nicht hoch. Ach, krass. Oh. Okay, wir müssen jetzt echt aufhören, weil ich, sonst falle ich, fall ich jetzt echt in so eine abartig sentimentale Stimmung rein. Das ist auch nichts. Was? Du willst aufhören? Warte mal. Kann es sein, dass du überall hochspringen willst? Ja, ich will auf die, aufs Dach. Ich will aufs Dach. Ich will aufs Dach. Ach, wusste ich gar nicht, dass der Busch Geräusche macht. Rausnehmen zumindest. Der Busch macht Geräusche nach außen hin. Oh, oh. Ah, da ist ein Schiff. Da ist ein Schiff. Versteck dich. Zum Angriff bereit machen. Warte, wir können uns ersetzen hier in den Busch rein. Nee, wir müssen schon aufs Schiff kommen. Weil der hat ja die Truhen bei sich, weißt du? Wo denn? In welche Richtung? Hier zu den anderen Ortschaften. Ah, okay. Ich glaube, der setzt aber sein Segel, der haut ab. Versteck dich, nicht sehen lassen. Ich richte nämlich Schiss und haut ab. Ich habe keine Kanonenkugel, ne? Ist egal, wir holen den mit dem Schwert. Ich bin in dem Hexenzelt, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Ja. Bist du auch hier vorne? Wir müssen ihn dann angreifen, wenn der losläuft. Sonst kann er ganz schnell verkaufen. Siehst du den frei? Ich glaube, der zieht ab. Nee, er hat sein Segel, sein Anker gesetzt. Ja, ich sehe den halt nicht. Wo bist du denn?
Ich bin im Hexenzelt. Scheiße, hoffentlich sieht er uns nicht. Siehst du die? Jo. Sagst du mir Bescheid, wenn die kommen? Jo. Die kommen im Beiboot. Wir müssen los, komm. Warte. Go, 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 Angriff. Sind das zwei? Ja. Alter. Hol dir die Kisten, verkauf die. Hol dir die Kisten. Geil! Alter, ist ja noch nicht gut. Hol die, bring die weg. Alter, ist das assi, Mann. Jetzt haben wir unsere Rache. Sorry. Warte, der hat mich, mach weiter, der hat mich. Alter, ist das assi. Alter. Nein, ich häng fest. Alter, ist das assi. Jetzt haben wir unsere Rache aber so richtig bitter, Alter. Alter, wie viel Geld haben wir gekriegt? Wir haben 16.000 bekommen. Ich habe jetzt 36.000 statt 25. Alter. Jetzt haben wir unsere Kisten. Oh, geil. Oh, das tut mir so leid. Hast du gerade noch eine verkauft, Alter? Ja, ich habe noch eine verkauft. Die geweint hat, die wir auch mal hatten. Die ist gut. Wieso tut dir das leid? Ich meine, die waren auf Krawall aus. Hast du eine Flagge gesehen? Ich habe jetzt 33.000. Ja, die waren auf Krawall aus und wir haben halt gerade, wir haben gerade das gemacht, was man mit uns gemacht hat. Nur halt, dass wir vor Ort gewartet haben, wie ich noch vorhin gesagt habe. Krass, ey. Aber das war richtig gut, ne? Wie wir die auseinandergenommen haben, so nach. Warum kriegen wir gerade immer noch was? Ich krieg nichts mehr. Ich krieg die ganze Zeit Geld gerade. Echt? Bei mir hat sich das hochgezählt. Aber es ist krass, wie wir einen Blitzangriff gemacht haben. Ja, vor allem du hast dich um den gekümmert und ich hab dir einfach die Kisten verkauft. Ja, ich habe ja auch einen noch schnell verkauft, als der eine da tot war. Vor allem ich habe ja die guten verkauft, die anderen, ja. Das waren ja so ganz normale, ne? Ich habe halt versucht, diese Trauerkiste zu kriegen, aber ich habe dann halt nur eine normale bekommen. Aber egal, die war auch viel wert. Die Trauer haben wir ja auch abgegeben. Alter, wie geil. Oh, jetzt können wir zufrieden zu Destiny wechseln. Ach ja. Ich hätte damit nicht gerechnet, wir hätten ja fast schon aufgehört, ne? Ja, echt. Jetzt haben wir wieder alles drin, was wir quasi verkackt haben, ne? Ja. Also mehr ja, so wobei nicht ganz so viel, glaube ich, ja, oder? Ich weiß nicht. Also heute haben wir auf jeden Fall drin. Eigentlich schon, die eine haben wir noch bekommen, die 5000 gibt. Heute haben wir locker drin. Letztes Mal weiß ich nicht, ob wir beide mal drin haben. Nee, das wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir noch das andere verkauft. Oh, okay, diesmal hat sich das doch hardcore gelohnt. Alter, ist das fies. Ja, Mann. Wir sind halt jetzt wirklich die schlimmsten Piraten. Alter, so ein Blitzangriff einfach. Ja. Vor allem so aus dem Nix raus, weißt du? Ich hab mich da ja in die Ecke gesetzt. Ja, ich hab die ganze Zeit gehofft, hoffentlich sehen die mich nicht, ne? Und dann hab ich einfach durch so einen Schlitz beim Zelt geguckt. Richtig gut. War richtig geil. Oh, geil. Und leider bin ich fest. Ich weiß nicht, eine Kiste hätte ich nicht mehr verkaufen können, weil der war ja schon hinter mir her. Und gut. Es braucht natürlich schon eine gewisse Zeit, bis du die verkauft hast. Ne? Zwei Kisten haben wir nicht verkauft von 6 Stück oder so, glaube ich. Also eine habe ich und du hast, glaube ich, 3 noch. Ich habe 3, ne? Ja. Und dann haben wir 4 Kisten. Und dann haben wir noch die einen eben auseinandergenommen, wo wir dann einfach dieses kleine Ding noch hatten. Boah, wie assi. 33.000. Wie viel hast du? 36. Alter, geil, dann haben wir ja schon fast Kosmetik. Alter, voll heftig. Oh, wir gehen runter. Egal. Wir haben unseren Loot. Wir haben unseren Loot. Ne, wir fahren weg. Wir sind nur runtergerutscht. Wir gehen gleich runter. Ciao. Ich bleib auch mal hier oben und dann gehe ich hier oben mit unter. Du kannst ja auch hochkommen. Dann spielen wir noch die Musik zum Ende.
Kommst du hoch oder bist du weg? Nee, du bist jetzt schon weggefahren. Also achso, ich spiele gerade hier oben Musik und warte nur noch, bis ich untergehe. Die Trauermusik. Ja. Ich müsste so an den Außenposten fahren wie bei Fluch der Karibik am Anfang. Und jetzt gehen wir unter. Und ich verlasse mein Schiff nicht bis zum Erdboden. Mega gut gelaufen zum Abschluss. Aber wie ich noch gesagt habe, nur jetzt warten wir hier, bis ein Schiff kommt. Ja, war gut. War eine richtig geile Aktion und ich habe alles auf Aufnahme. Voll geil. Kann ja. Ich richtig kranken Clickbait, also halt Clickbait-Titel ohne Clickbait machen, weißt du? Und ich müsste eigentlich mal meinen Stream runterladen. Ich habe mal Erfolg bekommen. Jetzt muss ich auch mal lesen, was der heißt oder was der bedeutet. Okay. Ich gehe mal zurück zum Hauptmenü. Alter Schwede. Löse eine gestohlene Truhe des Kapitäns ein. Blindes Vertrauen. Geil. Geil. Und dann habe ich das ja auch. Ich weiß das gar nicht. Ich habe gelesen, man muss den Charakter löschen. Dann verliert man zwar keine Kosmetik und so, aber kann neuen Dingens auswählen. Voll nice. Jetzt bin ich zufrieden. Ja, da steht gesamter Fortschritt, dann mache ich das besser, aber nicht. Gut, dann würde ich sagen, mache ich gerade eine kleine Werbung, ein Lied oder so. Geht zu Destiny. Ich muss nämlich dringend noch ein bisschen Destiny spielen. Solange putze ich mal noch Zähne. Das passt gut. Dann genau, mache ich ein, zwei Lieder, fünf Minuten. Genau, optimal. Mache ich mal hier die Szene zu. Und das war es auf jeden Fall für diese Aufnahme. Genau 4 Stunden. Das sind genau 8 Parts. Geil. Yes, Chris. Ciao. Tschüss.